Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es um was Großes und zwar wollen viele von euch vielleicht Dateien auf ihren Server hochladen. Kann man natürlich immer mal wieder gut gebrauchen, denkt nur an irgendwelche Benutzerbilder oder sonst irgendwas. Selbst dafür braucht man schon Datei-Upload und ja, jetzt wollen wir uns erstmal angucken, wie man diesen Datei-Upload konfigurieren kann. Dazu geht ihr erstmal nicht in eure PHP-File, sondern hier erstmal hin. Und zwar dorthin, wo ihr XAMPP bzw. unter Linux LAMP installiert habt. Und das wäre dann dieser Ordner hier unter htdocs, wenn ich es finden würde, da sind eure ganzen Dateien drin, also quasi der Ort, wo eure Dateien drin sind. Dann geht ihr eins zurück und jetzt hier bei mir in etc. Und hier drin gibt es eine php.ini-Datei, die macht ihr mal auf. Bei mir muss ich das leider mit sudo machen, deswegen hier über die Konsole, alles schon vorbereitet. So, und hier könnt ihr jetzt eure PHP-Skripts konfigurieren sozusagen. Braucht euch eigentlich alles nicht so zu interessieren, aber ein paar interessante Sachen sind drin. Ihr könnt da gerne mal durchgucken, es ist auch immer sehr, sehr gut erklärt, was da so alles dazugehört und wie oder was. Zum Beispiel hier könnt ihr einstellen, wie viel Speicher ein einziges Skript verbrauchen darf. Das ist natürlich auch wichtig. Je mehr Speicher ihr verbrauchen dürft mit einem Skript, desto komplizierter darf das Skript natürlich sein. Was wir aber eigentlich suchen, ist Folgendes. Und zwar, ich suche jetzt gerade mal einfach nach einem gewissen Teil, weil ich nicht alles durchscrollen will. Upload temp dir. Upload temp dir ist hier Folgendes. Und zwar opt lamp temp, bei euch steht da höchstwahrscheinlich was anderes. Das ist der Ort, an den eure Dateien hochgeladen werden. Also wenn ihr irgendwas mit File-Upload macht, dann werden die Dateien genau an diesen Speicherort hochgeladen. Könnt ihr natürlich auch editieren und irgendwo anders hin machen. Und direkt unten drunter, hier oben muss natürlich on stehen, sonst gehen überhaupt keine File-Uploads, aber das ist, glaube ich, standardmäßig auf on gestellt. Und hier, wie gesagt, der Speicherort, hier dürft ihr einstellen, wie groß eure Dateigröße maximal sein darf. Vorsicht, alles, was ihr hochladet, müsst ihr auch irgendwie speichern können. Das heißt, wenn eure Festplatte voll ist, dann gibt es Fehler, sehr viele Fehler. Und wenn ihr da 1000 Benutzer habt, könnt ihr gerne mal hochrechnen, wenn auch nur jeder ein einziges Bild hochlädt, dann habt ihr schon bei 3 Megabyte pro Bild so ungefähr. Dann habt ihr hier bei 3 Megabyte Dateigröße 3 Gigabyte auf eurem Server, die voll sind. Und viele Server haben gerade mal so 5, 6 Gigabyte oder sowas. Also seid da vorsichtig, wie groß ihr hier die Dateien erlaubt und denkt daran, wie viele Benutzer ihr vielleicht habt. Aber hier könnt ihr alles einstellen, was ihr für Datei-Uploads braucht. Hier oben steht es auch ganz groß, File-Uploads. Und ganz wichtig ist dieses On hier. Das hier könnt ihr euch merken und könnt es sogar über PHP abfragen, aber das ist nicht so wichtig. So, jetzt gehen wir zurück ins Skript und jetzt machen wir das tatsächlich mal. Wenn ihr hier erstmal abfragen wollt im Skript, wo eure... wo das Ganze ausgegeben wird, also wo die Datei hingespeichert wird, dann könnt ihr das Ganze machen über ini-get und hier kommt dann dieser Variablenname rein. Hier könnt ihr quasi direkt auf die Variablen, die wir hier gerade in unserer php.ini-File hatten, also in unserem File upload-temp-dir, das könnt ihr hier alles eingeben. Das Semikolon soll natürlich nicht hierher, sondern hier hinten dran. Dankeschön. Okay, und ich kopiere einfach mal den Rest direkt raus. Das ist jetzt nicht so der spannendste Befehl hier. Aber muss natürlich auch mal gemacht werden. sys-get-temp-dir ist genau dasselbe. Also wenn es das Upload-temp-dir nicht findet, das ist das hier, dann fragt es einfach das System nach dem temporären Verzeichnis, weil das einfach dann das Standardverzeichnis ist. Manchmal wird es auch nicht gesetzt. Das ist quasi der Befehl, wie ihr es auf jeden Fall finden könnt und auch ausgeben könnt dann in PHP. Wir können das Ganze mal ausführen hier. Ich habe schon mal ausgefüllt. Okay, eine Klammer zu viel. Ich sehe es ja ein. Hat mal wieder mein Programm gemacht. Das war ich nicht, natürlich nicht. So, und hier seht ihr es auch. Opt, lamp, temp. Also so könnt ihr das direkt ausgeben. So, und jetzt wollen wir natürlich den Datei-Upload selbst machen. Das kann ein bisschen dauern, deswegen macht euch auf was gefasst. Und zwar brauchen wir natürlich erstmal wieder eine Form. Die Form machen wir jetzt tatsächlich mal in einer eigenen Datei. Hier oben, ja, also den Standard, den kopiere ich jetzt einfach mal rein. Das ist ja nichts Besonderes mehr. Das wäre das hier. Also das ist einfach, ja, einfach das, was man immer macht, wenn man HTML hat. Genau, und dann wollen wir eine Form haben. So, diese Form soll Folgendes tun. Und zwar als Action tragen wir unser PHP-Skript ein, das nennt sich aktuell index.php, da solltet ihr vielleicht was anderes nehmen. Index ist immer die Startseite normalerweise, aber wir bleiben jetzt einfach mal bei index.php
Und jetzt ist wichtig, dass ihr als Method Post benutzt. Das heißt nicht irgendwie Get benutzen, das funktioniert mit Dateien nicht, sondern wirklich Post benutzen. Und dann verschlüsseln wir das Ganze noch EncType über Multi-Part/Form-Data. So, okay. Und jetzt habt ihr sozusagen eure Basic-Form wieder mal. Das habt ihr ja schon öfters jetzt gemacht. Hoffe ich zumindest. Und jetzt schreiben wir hier irgendwas hin. Datei, Doppelpunkt. So, und jetzt sagen wir hier Input. Und jetzt haben wir hier einen neuen Dateityp. Ich weiß nicht, ob ich den schon in der HTML-Reihe vorgestellt habe, aber da kann man eh nicht viel mit anfangen, ohne PHP. Der Type ist File. Logischerweise, wir wollen ja eine Datei hochladen. Deswegen File. Name ist gleich Datei zum Hochladen. Und die ID ist genau dieselbe. So, sehr schön. Okay, jetzt können wir hier noch den letzten Input machen, und zwar den Submit-Button. Der ist wie immer eigentlich derselbe. Type ist gleich Submit. Kennt ihr ja auch schon. Und Value setzen wir mal auf Upload. 3 Ausrufezeichen, muss so sein. So, Name ist Submit. Klein vielleicht. Genau. So, das ist eure Form, die wir jetzt benutzen werden. Okay, das heißt, wir müssen hier oben aber nicht auf index.php gehen, sondern auf form.html. Okay, hier können wir jetzt einfach eine Datei auswählen und dann Upload drücken. Hier steht aber keine ausgewählt, das ist quasi die... Ah, und da öffnet sich schon das Fenster, sehr schön. Das heißt, wir wählen jetzt hier einfach mal direkt was aus, aber es passiert eh noch nichts, deswegen können wir es auch eigentlich wieder zumachen, weil wir haben ja hier auf unserer index.php-Seite, da wo man das behandeln sollte, was hier gerade hochgeladen wird, da haben wir ja noch gar nichts. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal uns um die index.php-File kümmern, das ist die hier, die aktuell noch nicht viel tut, außer uns den Dateispeicherort auszugeben. Und ja, jetzt müssen wir erstmal uns um den Upload kümmern. So, wie machen wir das? Ist eigentlich gar nicht so schwer. Und zwar fangen wir erstmal an. Gut, da im temporären Ordner die Sachen sehr, sehr schnell oder quasi direkt wieder gelöscht werden, nachdem das Skript hier fertig ist, das heißt, die sind nur vorhanden in PHP bis Fragezeichen, das heißt, ganz, ganz kurz müssen wir die Datei irgendwo anders hinschieben. Und deswegen gehen wir jetzt mal in den Ordner MySite hier wieder rein, also unter htdocs, da wo ihr quasi eure index.php und so weiter und so fort, eure ganzen Dateien drin habt. Da gehen wir wieder rein. Und erstellen uns einen neuen Ordner. Das muss ich leider übers Terminal machen. Ihr müsst es wahrscheinlich nicht machen, wenn ihr Berechtigungen habt. Sudo makedir und wir nennen ihn Uploads. Macht ja irgendwie Sinn, ne? Gut, und da sehen wir schon, wir haben hier den Ordner Uploads bekommen. Und da können wir jetzt unsere Datei reinschieben. Da bleibt sie dann auch endlich mal. Okay, das heißt, wir können hier oben anfangen, uns ein neues Directory reinzuschieben. Also sowas wie Ziel. Also Ziel Directory eigentlich. Das wird jetzt Uploads werden. Uploads. Und Vorsicht, wir brauchen hier noch ein Slash hinten dran. Gut. Dann sagen wir, wir wollen die Datei, also Zieldatei. Die braucht ja noch dann ihre Endung und ihren Dateinamen und alles. Wir wollen sie nicht irgendwie, also wenn man sie hochlädt, dann haben sie irgendwelche komischen Namen, sowas wie R, P, C, T, was weiß ich was. Wir wollen, dass die Datei gleich heißt, denn ansonsten kriegen wir jedes Mal, wenn der User 10-mal dieselbe File hochlädt, kriegen wir jedes Mal einen anderen Namen rein, das wird irgendwie gehasht oder sowas. Und wenn wir hier jedes Mal einen anderen Namen kriegen, können wir nicht so richtig auf doppelte Dateien prüfen. Das wollen wir in den nächsten paar Videos vielleicht noch machen. Okay, also sagen wir hier, wir wollen Target ist Englisch für Ziel. Ziel.baseName ist die Funktion, die wir hier brauchen. Das brauche ich eigentlich nicht zu kümmern hier. Und was wir jetzt in BaseName eintragen, ist wieder mal so eine globale Variable. Die nennt sich $files. Die kennt ihr schon von dem ganzen Formhandling-Gedöns, das wir schon mal gemacht haben. Und jetzt sagen wir hier, okay, ich hätte in meinem Files ganz gerne folgendes. Files, wie haben wir denn die Datei genannt? In unserer Form hieß das Ganze Datei zum Hochladen. Das heißt, wir wollen das Ding hier auch Datei zum Hochladen nennen. Okay, und dann sagen wir hier, ich hätte hier drin ganz gerne
Name stehen, also den Namen der Datei, den kompletten Dateinamen. Das ist tatsächlich schon eine Variable, die vordefiniert ist. Der Name hier, die müsst ihr nicht selber setzen. Okay, und dann brauchen wir an für sich nicht mehr viel, sondern nur noch die Befehle zum Hin- und Herschieben von dem Ganzen. Das machen wir über eine If. Es kann nämlich auch sein, dass das Ganze fehlschlägt. Vor allem, wenn ihr den Ordner nicht kreiert habt, also diesen Uploads-Ordner, dann werdet ihr einen Fehler bekommen, weil das Skript erstellt keine Ordner für euch. Das Skript verschiebt die Datei nur. Das heißt, wenn ihr den Ordner nicht erstellt habt, dann funktioniert da gar nichts. Deswegen sagen wir hier If Move Uploaded File. Da sehen wir es schon, ist schon alles da. Und ja, hier haben wir jetzt $FileName. Naja, $FileName ist bei uns also die Datei, die wir auf dem Server gerade hochgeladen bekommen haben. Deswegen müssen wir hier über den temporären Namen gehen, nicht über den tatsächlichen Namen. Also brauchen wir hier $Bone-Files. Und dann wieder mal unsere Datei zum Hochladen. Und hinten dran nicht den Namen, sondern den temporären Namen. Das ist, wie gesagt, ein anderer, ein ganz komischer, sowas wie, ja, habe ich vorhin schon gemacht, irgendwelche komischen Laute von mir geben. Okay, und $Destination, naja, $Destination ist das, wie unsere Zieldatei dann heißen soll am Ende und wo sie liegen soll. Also Zieldatei mit dem Uploads-Ordner vorne dran, wie wir hier sehen können. Okay, so, und jetzt haben wir eigentlich alles. Das Semikolon soll da natürlich nicht hin. Das erstellt mir mein Programm irgendwie immer selber. Finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Gut. Und jetzt können wir hier reinpacken. Echo, keine Ahnung. Datei erfolgreich hochgeladen. So. Und dann machen wir noch ein Else. Falls was schief gegangen ist, geben wir den Fehler aus. Weil Fehler ausgeben kann euch sehr, sehr viel helfen, wenn ihr debuggen müsst. Das würde ich euch immer empfehlen. Einfach Fehler. Punkt. Okay, und jetzt können wir das Ganze mal ausprobieren. Öffnen wir einfach mal wieder diese form.html, aktualisieren kurz, gehen auf Datei auswählen. Ihr seht, ich habe gerade mal den Ordner gewechselt. Hier sind meine ganzen Bilder drin von meinen, keine Ahnung wie viel, 1000 Serien mittlerweile. Wir nehmen jetzt einfach mal dieses Logo von meinem Kanal, damit habe ich schon mal getestet. Und klicken hier auf Upload, kriegen einen Fehler. Das ist gut möglich, dass es bei euch funktioniert hat. Ich habe mal wieder keine Berechtigung, was echt mich langsam nervt. Deswegen werde ich jetzt einfach diesen Uploads-Ordner hier auf Maximumrechte setzen. Also ich weiß, das sollte man nicht tun, aber ich werde es jetzt trotzdem tun. Uploads. So. Und wie wir sehen können, kann ich hier jetzt auch Ordner anlegen, neues Dokument anlegen, alles kein Problem mehr. Das heißt, jetzt dürfte ich das Ganze nochmal probieren hier. Die Datei nochmal neu hochladen und es steht da, Datei erfolgreich hochgeladen. Sehr schön, ich habe mal ein paar Schritte hier übersprungen und jetzt haben wir die Datei erfolgreich hochgeladen. Wir sehen hier, dass mein Bild hier reinkopiert wurde und auch nachdem das Skript fertig ist, ist das Bild noch hier. Das heißt, wir haben die Datei erfolgreich hochgeladen. Sehr schön. Wie gesagt, wenn ihr nicht gerade unter Linux seid, dann habt ihr wahrscheinlich nicht solche Probleme mit eurem Dateisystem und den Berechtigungen und so weiter und so fort. Deswegen, ja, gut. Sehr schön, das heißt, wir haben unseren ersten File-Upload gestartet. Jetzt ist es natürlich noch lange nicht alles, was man zu File-Upload machen kann. Ihr müsst natürlich mega vorsichtig sein, dürft nicht einfach alle Dateien hochladen. Ihr könnt nur gewisse Größen hochladen und solltet dann auch einen Fehler geben und es nicht einfach trotzdem probieren und so weiter und so fort. Und das werden wir alles in den kommenden Videos machen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder sehr, sehr gut gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.